in der alten Wache können auf einer Ausstellungsfläche von 130 Quadratmetern zwei Ausstellungen besichtigt werden. Neben der militärgeschichtlichen Sammlung der Bundeswehr präsentiert sich auch der Bundesgrenzschutz mit einer Ausstellung. Über die Existenz der alten Wache sowie deren Besuchsmöglichkeit sollte in der Öffentlichkeit berichtet werden. Um Geschichte plastischer und plausibler verständlich zu machen, ist die Ausstellung für alle Besucher zugänglich. Die Ausstellung zeigt zunächst das Zivilgenutzte über die militärische Zeit im Dritten Reich bis hin zur Besatzungszeit. Außerdem werden die Schwerpunkte in der Bundeswehr, Ausbildungssituation seit 1958 im Standort Goslar sowie die Aspekte Eid, Gelöbnis, Frauen in der Bundeswehr, Orden und Ehrenzeichen und natürlich Ausbildung gezeigt. Am 16. Juni 1927 wird er als Zivilflugplatz eröffnet. Von hier startet auch die deutsche Lufthansa. Am 10. März 1937 wird aus ihm ein Militärflugplatz. Am 10. April 1945 wird der Fliegerhorst an die Amerikaner übergeben. Die folgenden Jahre 1946 bis 1958 wird er durch die Engländer und auch zeitweise von den Norwegern genutzt. Die englische Besatzungsarmee erklärt das Rollbahngelände zum Baugelände für den Wohnungsbau. Der Stadtteil Jürgen Ohl entsteht. Am 19. Mai 1958 verabschiedet sich das britische Regiment aus Goslar. Die Bundeswehr zieht am 29. September 1958 auf dem Fliegerhorst ein. Am 25. Oktober 1958 herzlicher Empfang der Soldaten in der Stadt Goslar. Thank you.
Der Wachraum der alten Ostwache ist noch erhalten. Vom Schreibtisch bis zum Wachbuch ist alles noch da. Seit 25.10.1958 ist das Luftwaffenausbildungsregiment in Goslar stationiert. Am 1.10.1988 wird das Luftwaffenausbildungsregiment 5 in Luftwaffenausbildungsregiment 1 umbenannt. Dreißig Jahre ist der Tieffliegermelde- und Leitdienst auf dem Fliegerhorst beheimatet. Das 16. Fernmelderegiment 33 schließt seine Dauereinsatzstellung die Schalke. Endgültig aufgelöst wird diese Einheit am 30.09.1991.
Der Spind eines Soldaten der 60er Jahre. Stube und Bettenbau. Formalausbildung. Waffenkunde. Musik.
Vortrag im Kompaniehörsaal.